direkt rein. Es ist 8.30 Uhr. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Und wir sind hier direkt im falschen Profil. Das ist nämlich das Profil von den Mr. Daniel. Und wir wechseln hier mal in unser normales Profil. So, wir sehen 12.500 aktuell. Und die Box schalte ich dann auch scharf. Wir haben ein Gap heute. Wir sehen es hier von gestern bei 12.560. Wir sind also gestern ganz schön nochmal Richtung Süden gelaufen. Und wir machen wie jeden Morgen einmal den Überblick und fangen an bei Bitcoin. So, da tut sich nicht so viel. Vorlage Zickzacklinie. So, Bitcoin ist wieder unter 20.000. Tagesbasis Short, 4 Stunden Short, 30 Stunden Long, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Nächster Markt hier ist dann Ethereum. Bei Ether Daily Short, 4 Stunden plus minus, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Nächster Markt ist der Dow Jones, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 plus minus und 5 Short. Nächster Markt S&P 500. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Short, 15 plus minus und 5 Short. Nächster Markt ist Tech, Nasdaq Daily Short, 4 Stunden Long, Long, 30 Long, 15 Long und 5 Short. Öl, Öl sehen wir ein kräftiger Rückgang unter 197. 4 Stunden, 30, 15 und 5. Und bei Öl bleibe ich jetzt mal ein bisschen stehen. Und dann gucken wir uns mal Tagesstrategie Pro an. Da sehen wir, dass wir hier beim 200er sind. Wir sind hier bei der Unterstützungszone. Hier 93, 98 unter 100. Ja, spannendes Setup hier. Und da werde ich erstmal meine Ölposition rausnehmen. Auf dem Level. Das heißt, wir haben hier Order History. Das sind die beiden Ölpositionen jetzt hier und gucken, dass wir da wieder in dieses Level reinkommen. Ja, das sind die Levels, wo ich aktuell die Öls drinne positioniere. Ja, ein Mini-Grid. Also, okay. Das also bei Öl, Zickzack-Linie wieder rein. Und nächster Markt ist Gold. Daily bei 1,7, 4 Stunde 1,7, Stunde 1,730 sind wir bei 1,7, 15 bei 1,7 und 5 auch bei 1, also Short 15, Short 30, Short Stunde Short und 4 Stunde auch Short. Letzter Markt ist DAX. Daily Short, 4 Stunden Short,
Stunde Short 30, 15 und 5. Wunderbar. So, wir haben also the Pending Box bei der Big Number 12.500 zu 12.407. Und jetzt stellen wir uns alle die Frage, wo kommt denn heute die Vola Box rein? Auch hier schauen wir uns das einmal an. MTX bzw. Vola Box. Forecast ist 12.425, also ein Stückchen tiefer. So, es ist 8.45 Uhr, wir sind im zweiten Trade und wie immer versuchen wir den zweiten Trade angepasst zu gehen und gehen jetzt erstmal in Richtung der 40er Zone, obwohl wir hier oben das Gap haben und versuchen natürlich hier auch das Gap dann nachher nochmal zurück auf Auto. Stop-Loss-Marken nach oben ziehen. Ich habe hier natürlich, glaube ich, angepasst. So, das wären dann hier oben so Richtung Gap-Closing. Also zweiter Trade, 8.45 Uhr. So, 8.56 Uhr, in 4 Minuten starten wir und wir sehen Long, eine gestrichelte Linie, da ist unser Gewinnziel. In 3 Minuten macht Frankfurt auf. So, 32 Sekunden. Wir sind jetzt im Gewinn. Warten jetzt bis zur Markteröffnung. 26 Sekunden. Blick nochmal auf MTX. Da kommt jetzt auch gleich ein Long Setup rein. DAX ist auch jetzt geschlossen. Und long und direkt nach oben. Gucken wir, ob wir da reinkommen noch. Wo kann man 05? 05. Aber das sieht nicht aus. Da sind wir zu langsam gewesen. Dafür ist unser Trade hier mit 0,03 und sind raus. Das war der Eröffnungstrade. Ziel Richtung Gap Closing hat gut funktioniert. Ja, MTX hätten wir jetzt mitmachen können. Und der Markt geht weiter nach oben. Ja, das war der Eröffnungstrade. Wünsche allen noch ein gutes Gelingen. Und wir machen im Live-Trading-Raum weiter und ich übergebe das Wort dann auch gleich an Maurice. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren.